Hier sahen auch schon mal besser aus. Irgendwas mit der alten Magie? Und wir müssen da reinkommen. Das holst du. Nee. Okay, dann halt die Leiter hoch. Dann kommen wir da rein. Truhe. Ah, hier. Kann bringen doch. Ich verstehe nicht. Oh, Glacius hat's gemacht. Da oben ist noch was, bevor wir runterspringen. Jetzt aber. Ja, runter sollst du. Hey, hör auf, ich will doch, dass du runterspringst. Ich war nämlich genau dahin. Das war gar nicht schwer. Das hat sich aufgelöst. Ich weiß gar nicht mehr, was uns das bringt, das zu sammeln. Ob sie überhaupt irgendwas bringt. Kommen wir hier wieder raus, oder? Oh, hier unten. Okay. Und da ist noch ein Händler. Ach, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns das ansehen. Hallöchen, wer bist du denn? Vielleicht finden sie etwas, das sie brauchen. Hey, ist das nicht der gleiche Typ, den wir vorher schon gesehen haben, der mit dem coolen Schnauzer? Oh, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Cooles Neues. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Okay. Dann gehen wir mal. Jetzt haben wir die beiden Plätze da zerstört, die beiden Lager. Dann kann sie, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, die Frau, mit der wir eben geredet haben, wenn ihr Bruder wieder da ist, können sie in Frieden weiterleben. Ich hoffe, es kommen keine neuen Kobolde für die Lager. Ich weiß auch gar nicht, wozu sie ihre Lager da aufstellen. Scheint so, als ob sie langsam alles einnehmen wollen, so ein bisschen. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich habe mich um Renrocks Lager gekümmert. Sie haben sie davongejagt? Wie? Naja, davongejagt ist jetzt nicht unbedingt das. Ich habe sie getötet. Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Ich denke, ich soll mich auch um die anderen kümmern. Ich sollte jetzt gehen. Danke. Gut, dann gehen wir jetzt. Danke vielmals. Wirklich. Kein Problem. Dafür sind wir ja da. Ihr müsst jetzt mal wieder einen neuen Auftrag auswählen. Wir wollten ja Biscuit retten. Aufträge? Professor Garlic. Oh, wir könnten auch erstmal zu Professor Garlic gehen und Wingardium Leviosa lernen. Obwohl, ich glaube, das mache ich jetzt später. Wir gehen, wir finden ihren Bruder mal, bevor wir das mit Biscuit machen. Achso, da können wir nur hinfliegen. Das haben wir noch nicht entdeckt. Sollten wir machen auf dem Weg? Nicht, dass wir das später irgendwann mal brauchen. Gut, dass das in der Nähe ist. Aber ich hoffe, ihm geht's noch gut, dem Bruder. Man weiß ja nie, was die Kobolde mit einem machen würden. Zumindest die von Renrock. Die scheint wirklich böse zu sein. Also durch und durch böse. Die interessiert ja sonst gar nichts mehr außer ihre Anordnungen. Moral ist da nicht mehr. So. Das sollte ich untersuchen. Was ist das denn jetzt? Panferi. Panfringo. Nicht immer anzünden, bevor irgendwas passiert. Panferi. Für dich nehme ich das. Kiste bringt gar nicht. Dieser Entfernung ist ein Oh, ich habe nicht so viele. Ich muss meine Zauber ändern. Dann bin ich das doch so. Ey. Oh Gott, ich muss mich heilen. Dann noch, ich kann noch hey, ich hab kein Feuer für dich. Aber jetzt. Aber zwei Pullover. Schon da gerade so eine Leiche. Madame Beaumont kann nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Oh, er ist gestorben. Nicht mal wegen den Kobolden.
Wie in Ferien, der hat sich verwandelt. Oh no. Ein Brief. Ein Tagebuch von ihm, okay. Ja, das Tagebuch 2 von 2, dann fangen wir halt mit der zweiten Seite an. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin. Dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Bardolf. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf irgendwie als Nächstes dran sei. Moment, also ist das doch ein Koboldlager und die Kobolde erschaffen Inferi? Tagebuch 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 der Flüche gemeistert, aber um mehr zu lernen, musste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht merken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magiern nicht zu trauen. Aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, um mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu schützen. Bardolf. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er hörte Geflüster. Einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ja, mal so. War das denn wirklich die Kobolde? Ich bin mir gar nicht so sicher. Bardolf hat sich mit irgendwas eingelassen, was nicht gut war für ihn. Nimm das einmal mit. Und er wird selber zum Inferi gemacht. Das ist grauenvoll. Aber wir sind da lang. Und wir müssen ihr das jetzt erzählen, dass ihr Bruder einer von den Inferi war. Entweder das oder wir verschweigen uns, aber was sollen wir denn sonst sagen? Hey, wir haben deinen Bruder nicht gefunden. Viel Glück, ihn für immer zu vermissen. Ich glaube, das ist besser zu wissen, dass er nicht mehr lebt. Ich möchte diese schlechte Nachricht gar nicht überbringen. Ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Gut, dass du das ansprichst. Eher weniger. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit. Er ist leider tot. Er hat beschlossen, ein neues Leben zu beginnen. Ja, wie können Sie also anlügen? Warum ist die Musik gerade so laut? Nein, wir werden sie nicht anlügen. Das wäre grauenvoll. Das ist viel grauenvoller, finde ich, als zu sagen, dass er tot ist. Wenn jemand tot ist, kannst du wenigstens eine Trauerphase haben und drüber hinwegkommen irgendwie. Aber, also, lernen damit zu leben, nicht wirklich hinwegkommen. Aber er hat beschlossen, ein neues Leben zu beginnen. Entweder sie würde ihn irgendwann suchen oder sie wird dauernd sich fragen, ob sie nicht genug für ihn war. Leider wurde Bardolf in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolf gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover, handgestrickt. Nein, nein. Das tut mir wirklich leid. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Warum ist die Musik denn gerade so? Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Sie sieht so emotionslos aus. Tut mir leid, aber diese Animation gerade. Warum war die Musik denn jetzt so laut? Wonach suchen Sie genau? Oh, ich wollte nicht nochmal. Es tut mir leid. Ich gehe lieber. Das war unangenehm. Professor Garlic. Biscuit wollten wir retten. Machen wir das mal als Nächstes. Vielleicht mal eine gute Tat. Nachdem wir schon Bardolf nicht retten konnten. Vielleicht wären wir früher gekommen. Vielleicht hätte das ja funktioniert, aber... Er hat sich auf einen Deal eingelassen. Und es ist besser, es ihr zu sagen, dass er nicht mehr lebt. Ich bin nur froh, dass wir den Deal nicht erwähnt hatten. Das wäre noch grauenvoller gewesen. Wieso ziehe ich immer den Kürzeren? Ich weiß es nicht. Wer auch immer du warst, der gerade geredet hast. Du solltest was an deinem Lebensstil ändern, wenn du immer den Kürzeren ziehst. Wir sind fast da. Wilderer. Garnuff hatte recht. Oh, ich habe vergessen, wie man landet. Ich habe kurz vergessen, wie man landet. Unangenehm. Das war peinlich, das hat niemand gesehen.
Konfringo! Hey, Konfringo, für dich. Nur für mich. Das darfst du nicht. Wo bist du? Hey. Ja, wie gibt's der Schrei? Ich hab einen Wolf hinter mir. Oh Gott, da ist ein Wolf hinter mir. Das ist wirklich armselig. Hey, X. Ein Huhn. Das ist super. Du hast keine Chance. Komm, weit weg. Wo bist du? Wir haben keinen lilanen Spiel aus. Ich dachte. Das ist nicht gut. Krank. Aua. Aua. Protego haben wir ewig nicht mehr benutzt, ne? Das müssen wir mal. Das brauche ich einmal. Auf dich. Was? Denn ich habe nichts wieder. Das ich auch nicht. Ey, du warst aus der Reichweite. Und wirklich diese Spitze. Ich weiß noch nicht, was du sagen wolltest, aber ja, dachte ich. Ich dachte wirklich, es hilft. Wolf am Weg. Ah. Das ist also kein richtiger Wolf. Das ist der Verwandte. Protego! Hey, kannst du nicht? Habe ich schon wieder nicht. Willst du nicht ausrüsten extra deswegen? Wo ist hier was auf dich aufzuwerfen? Ach da, komm mit mir mit. Komm mit mir mit. Griff fast. So, ist runtergefallen. Mein Fehler. Hat er was gedroppt? Ja, Geld. Hallo, Homura. Gut, dass wir rechtzeitig gekommen sind, bevor die zu Mondkalbfleisch verarbeitet wurden. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? Das ist Biscuit. Ich kriege Wildpäsche ein. Oh. Moment. Wie soll ich Biscuit denn jetzt mitnehmen? Konfringo! Oh Gott! Ich habe das falsche gedrückt. Ich wollte Glatze mitnehmen. Ich muss kurz überlegen. Wie machen wir das nochmal? Mit dem Ding. Die Tasche brauchen wir. Komm mit mir mit Biscuit. Nicht abhauen. Du gehörst uns fürs Erste. Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Garnov zurück. Ja. Da ist aber noch eine Truhe angezeigt. Da wollen wir einmal kurz hin. Bevor wir uns wegteleportieren. Oh, wir haben eine Rune gefunden. Okay, dann gehen wir mal zurück nach Hogsmeade. Hogsmeade-Karte. Und da unten hin. Perfekt, da ist auch gleich eine Flohflamme nebenan. Da müssen wir nicht mal zu weit laufen. Ich bin froh, dass wir Biscuit gefunden haben. Aber ich dachte wirklich kurz, ich hätte ihn umgebracht, nachdem wir ihn gerettet hatten. Wäre der falsche Knopf gewesen. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon. Garnov, ich habe Biscuit gerettet. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihm gut? Ihr geht's gut, ja. Vielleicht ein bisschen Brandschaden jetzt. Es war schrecklich für uns beide. Uns beiden geht's gut. Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie ohne große Umstände retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich wette, wir können sagen, dass wir sie behalten. Ihre anmutigen Tänze. Ah, so schön. Sie ist sicher froh, wieder zu Hause zu sein. Ich würde gerne für meine Mühe entlohnt werden. Sie ist sicherer bei mir. Nein, das kann mir dieser Mann nicht antun. Schön, dass sie jetzt sicher ist. Sie möchte bestimmt nach Hause. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit, mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Was habe ich denn bekommen? Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind ihnen ewig dankbar. Gern geschehen. Oh, wir haben 300 Gold und ein Gewand bekommen. Wow. Der war echt großzügig. Ist das Gewand bei Kleidung? Ha? Wo ist das denn? Ist das das, was ich entdeckt ist? Okay, dann akzeptieren wir das mal so.
cool, nehme ich mal an. Dann machen wir mal Professor Garlicks Unterricht. Die ist ja super. Und bei der Abstimmung habe ich gesehen, dass sie auch am beliebtesten ist tatsächlich. Sharp hat echt keine Stimmen bekommen. Wieso bin ich die Einzige, die Sharp mag? Ich fand den irgendwie cool. Aber Professor Garlick ist bei mir auf Platz 2. Die ist auch super, die Frau. Sieht auch cool aus. Dieses Design. Ich wünschte, es wäre auch so einfach gewesen, unser Charakter so hübsch aussehen zu lassen. Ich meine, die sah ganz okay aus am Anfang. Jetzt mit Mods erst recht.